regnet. Das beste Wetter zum Reisen. In Visit Sweden SE habe ich einen Tourenvorschlag bekommen. Und zwar gibt es da eine Seite, die die 10 schönsten Landschaftsrouten Schwedens beschreibt. Und eine von diesen Strecken führt von Karlskrona nach Norrköping. Sprich an der Küste entlang. Und diese Strecke wollen wir jetzt unter die Räder nehmen, denn wir wollen ja nach Norden. Wir verlassen die Provinz Blekinge, fahren durch Småland und landen irgendwann in Sandhammarmand. Wir haben uns einen Campingplatz in Söderköping ausgesucht, wenige Kilometer südlich von Norrköping. Aber das sind ca. 300 Kilometer bis dahin und ob wir das heute alles fahren, das wissen wir auch noch nicht. Denn es kommt ja auch darauf an, was uns unterwegs Sehenswertes begegnet. Ich habe euch ja gesagt, ich melde mich nach dem Intro. Da bin ich. Wir sind jetzt ca. 30 Kilometer vor unserem Ziel. Wir fahren wirklich nach Söderköping. Denn mehr als 200 Kilometer sind wir im Regen gefahren. Wir waren zwischendurch einkaufen und haben noch getankt. Und mehr hat sich nicht abgespielt. Wie gesagt, es hat viel geregnet. Wir hatten auch teilweise nur 10 Grad. Und das lädt nicht gerade ein, irgendwie Stops einzulegen, großartig. Was ich sagen muss, die Strecke ist wirklich in Teilen zumindest landschaftlich schön. Was die Schweden drauf haben, so richtig gut drauf haben, das ist der Straßenbau. Man fährt auf Straßen, die wünscht man sich für Deutschland. Und, was ich auch sagen muss, die Schweden sind sehr fair. Hier sind zwar jede Menge Blitzer, aber ein paar hundert Meter davor wird immer gewarnt. Und meistens steht sogar ein Schild dazu mit der höchst zulässigen Geschwindigkeit. Wir haben viele Schilder gesehen, die auf einen Wildwechsel hindeuten. Die tragen hier in Schweden meistens einen Elch. Es soll hier unten auch Elche geben, aber ich glaube nicht, dass die so nah an die Straße sich wagen, so nah an den Verkehr. Vielleicht haben wir ja irgendwann einmal Glück, einen Elch wirklich in der Natur zu sehen. Und jetzt trinken wir unseren Kaffee, machen ein kleines Päuschen, denn auch diese Rastplätze direkt neben der Straße, so wie wir die aus Deutschland kennen, gibt es hier selten. Meistens sind die Rastplätze etwas weiter weg von den Straßen. Söderköping liegt am Götakanal. Der Kanal hat hier wenige Kilometer weiter eine Verbindung zur Ostsee. Das andere Ende in diese Richtung sind über 400 Kilometer weit weg. Und zwar ist das bei Göteborg. Die wenigsten Kilometer sind hier wirklich Kanal gegraben worden. Das meiste geht über Seen. So zum Beispiel über den größten See Schwedens, den Vänernsee. Dann kommt der Vätternsee, der Roxensee und unzählige andere kleine Seen, die ich gar nicht alle benennen kann. Es waren viele Höhenmeter zu überwinden.
Und daher gibt es Gott weiß wie viele Schleusen. Eine sehr imposante Schleusenanlage finden wir bei Berg am Roxensee in der Nähe von Linköping. Das liegt in diesem Jahr nicht auf unserer Route, daher kann ich euch das nicht zeigen, aber wir waren schon zweimal da und es ist sehenswert. Der Göta-Kanal wird heute nur noch zu Freizeitzwecken genutzt. Er verfügt über 58 Schleusen, 21 Yachthäfen und sein höchster Punkt liegt bei 92 Metern über dem Meeresspiegel. Warum hier so wenig Schiffsverkehr ist? Der Kanal ist ab Ende Mai an allen Schleusen besetzt und vollständig zu befahren. Studenten betreiben sie bis Ende August. Streckenweise fährt Personal mit dem Pkw parallel und bedient die Schleusenanlagen. Ihr seht, die Fahrräder stehen wieder draußen. Das heißt, die Dinger werden jetzt auch gleich wieder getreten. Wir wollen diese Richtung, wir wollen nach Söderköping. Söderköping soll einen wunderschönen Altstadtkern haben. Wohl irgendwas aus Lübecker Zeit, Hansezeit, so habe ich was gelesen. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Auf geht's! Ein Schild zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Im Städtchen kann man ein längst vergangenes Telefonat mithören. Ja, tatsächlich, wenn man hier durch das alte Städtchen schlendert, man sieht viele alte Häuser und wie immer irgendwie harmonisch zueinander passt in Farbgebung und im Baustil auch. Interessant auch, dass man hier einige Gebäude auf diesen Schaltkästen verewigt hat, die dann irgendwo in der Nähe wirklich stehen. So wie diesen neuen Glockenturm. Er ist nach alter Vorlage in jüngster Zeit errichtet worden. Das Holz riecht noch nach frischem Teer und die Fundamente sind frisch gegossen. Der Turm gehört zur St. Laurentiuskirche. Wir gehen mal kurz rein. Interessant auch noch diese doppelte Tür vor den Eingangstüren. Sicherlich noch aus uralter Zeit, die im Winter nachts, wenn es richtig kalt war, sicher gute Dienste getan haben. Ich zeige euch einige Impressionen aus Söderköping. Thank you.
Vielleicht könnt ihr ja jetzt verstehen, weshalb wir uns hier in Schweden so wohlfühlen und so heimelig fühlen. Die Schweden können aus wenig viel machen. Und für mich, aber das ist meine persönliche Meinung, ist das auch ein Grund, dass die Schweden zu einem der glücklichsten Völker der Erde zählen. Und dann sehen wir einen Schleusvorgang am Götakanal. Und weil wir ja heute so schön Wetter haben, gibt es einen Eisbecher. Für mich gibt es Apple Pebble. Und für die Sissi gibt es einen Schokobecher. Als ich gestern Abend im Internet rumgeforscht habe, was wir hier so alles ansehen können, habe ich gefunden, dass das hier wohl Schwedens beliebteste Eisdiele ist. Denn sogar Königs waren schon hier. Und wenn die sich das leisten können, können wir das erst recht. Bald neigt sich der Tag seinem Ende. Sagt der Uppsala etwas? Ja, da fällt ja dieses komische Lied ein, ne? Mir auch. Mehr weiß ich auch von Uppsala nicht. Du vielleicht? Aber da wird unsere nächste Station sein. Und da schauen wir uns natürlich wieder um, denn da gibt es mit Sicherheit mehr als nur den Studenten. Mehr demnächst. So, da sind wir jetzt in Uppsala angekommen. Wir haben es uns gemütlich gemacht hier. Die Sonne scheint, die brät, deshalb haben wir schon den Schirm aufgestellt. Der Campingplatz gibt nicht viel her, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist halt ein städtischer Platz. Dafür sind wir schnell in der Stadt. Wir sind in 20 Minuten in der Stadt. Das ist überhaupt kein Thema. Wir liegen hier an einem Fluss. Da zeige ich euch gleich mal ein paar Bilder. Und ansonsten lassen wir uns jetzt erstmal gut gehen. Immer am Fluss entlang radeln wir in die Stadt. Der Dom weist uns den Weg. In der Nähe parken wir unsere Drahtesel. Denn die hohen Türme sind von weit her wiederzufinden. Der gotische Dom St. Erik, auch Eriksdom genannt, in der schwedischen Stadt Uppsala, ist mit über 118 Metern das höchste Kirchengebäude Skandinaviens. Der Dom ist sowohl Krönungs- als auch Grabstätte vieler schwedischer Könige. Wir hören dem Organisten eine Weile zu.
Im Reiseführer steht zu lesen, dass die Eingangshalle der Universität so imposant sein soll. Stimmt. Wir bummeln durch die Gassen und entdecken am Fluss viele junge Leute. Ob das alles Studenten sind? Und so gelangen wir an einen besonderen Park. Carl von Linné war ein schwedischer Naturforscher, der mit der binären Nomenklatur die Grundlagen der modernen botanischen und zoologischen Taxonomie schuf. 1741 wurde Linné zum Professor für Anatomie und Medizin nach Uppsala berufen und lehrte dort seit 1742 auch Botanik. Bei seinen Studenten war er sehr beliebt. Er setzte sich für sie und die Wissenschaft ein. Durch seinen Einfluss erreichte er zum Beispiel auch, dass naturwissenschaftlicher Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen Schwedens eingeführt wurde. In Uppsala gründete Linné ein naturhistorisches Museum und legte diesen botanischen Garten an. Die zunehmende Zahl bekannter Pflanzen und Tierarten machte es im 18. Jahrhundert notwendig, ein System zu entwickeln, um diese Arten sinnvoll ordnen und zuverlässig charakterisieren zu können. Es wurden in allen Teilen der Welt Vorarbeiten auf diesem Gebiet geleistet. Auch Carl von Linné beschäftigte sich mit dieser Problematik. Wir sind nach Gamla Uppsala gefahren, das alte Uppsala. Das ist ein Freilichtmuseum. Man sieht es an der Kirche schon hier hinter mir. Es gibt auch noch wohl einige Gebäude zu sehen, das machen wir gleich. Unterwegs haben wir schon Hügel gesehen, die man als Grabhügel wohl definiert. Man weiß es aber nicht ganz genau. Hier hat sich wohl das alte Uppsala befunden. Das heutige Uppsala ist mehrere Kilometer weiter südlich. Ich konnte nirgends herausfinden, warum man die ganze Stadt weiter verlegt hat. Denn in der Regel ist es doch so, dass um die Altstädte herum sich neue Städte bilden, die Städte auch immer größer werden. Aber der Kern doch bleibt. Und hier hat man alles verlegt. Schon allein durch ihre Höhe zieht uns die Kirche von Alt-Uppsala an. Ein Glaskünstler aus der Nähe stellt hier seine Perlen des Lebens aus. Gamla Uppsala war religiös und machtpolitisches Zentrum. Die ersten Schwedenkönige
regierten von hier aus. Nach der Christianisierung wurde Gamla Uppsala 1164 sogar Erzbischofssitz. Bemerkenswert ist auch diese Truhe aus einem Stück Baumstamm. Schade, dass das Sockenmuseum geschlossen hat. Das hätte mich jetzt mal interessiert. Ich habe das jetzt mal gegoogelt. Socken heißt auf Deutsch Gemeinde. Und ich zeige euch jetzt auch mal ein paar schöne Socken. Hier in der Nähe von Gamla Uppsala gibt es ein Freilichtmuseum. Ihr seht, die Tür ist offen. Wir dürfen da rein. Und die ganze Nummer ist kostenlos. Im Freilichtmuseum dieser Garten werden Gebäude aus dem 16. bis 19. Jahrhundert ausgestellt. Sie wurden aus der ganzen Region zusammengetragen und zu einem Dorf geformt. Man findet viele Geräte aus alter Zeit und das harte Leben der Bauernschaft wird einem erklärt. Auch für Kinder ist vieles verständlich erklärt. Fehlt nur noch, dass Michel aus Lönneberger um die Ecke kommt. Wir gehen in ein Wohnhaus. Im Erdgeschoss lebten die Bediensteten. Einfach zwar, aber vielleicht war man auch froh, freie Kost, Arbeit und ein warmes Zuhause zu haben. Eine Etage höher sieht man den Klassenunterschied. Die reiche Bauernfamilie lebte schon feudaler. Die heiligen Worte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.